Deutschlands Promis schwingen das Tanzbein. Ab dem 12. November treten 16 bekannte Talente für ihr jeweiliges Bundesland an. Egal ob zusammen, als Paar oder solo, alles ist erlaubt. Nur auf eins kommt es wirklich an, das Publikum muss begeistert sein. Die 12 besten Promi-Tänzer kommen am 19. November ins Halbfinale. Und hier kommt schon mal eine kleine Tanzprobe. Na gut, ein bisschen Zeit zum Üben bleibt den Tänzern ja noch. Bild hat deshalb einige Promi-Tänzer vorab getroffen und gefragt, warum sie glauben, dass sie tanzen können. Ja, ich liebe das Tanzen. Es ist, obwohl ich eine sehr leidenschaftliche Person bin, finde ich für viele Emotionen auch keine Worte mehr. Und das ist der Moment, wo dann das Tanzen übernimmt, wo man praktisch die Seele sprechen lässt. War noch nie irgendwas so ehrlich, aber es ist mir so eine Ehre, für Sachsen anzutreten, ne? Weil ich einfach so stolz auf die Herkunft bin, auf das Bundesland, auf alles, was damit zu tun hat, wirklich jetzt. Und ich darf es, ich darf für Sachsen tanzen. Ich glaube, dass wir da richtig gut reinpassen, weil das, was wir haben, ist auf jeden Fall Herz und Leidenschaft. Okay, hier ist schon mal eine junge Frau, die wir uns auf jeden Fall merken sollten. Für Berlin tritt Avelina Boateng an. Die Schwester von Fußballstar Jerome Boateng. Das Talent, mit Füßen etwas Beeindruckendes zu vollbringen, scheint in der Familie zu liegen. Ich denke, mein Vater hat mir da eine ordentliche Portion mitgegeben, da er selber ein sehr begehrter und begnadeter Tänzer ist. Ja, also mit meinem Bruder Jerome habe ich auf jeden Fall öfter vorm Fernseher getanzt, versucht etwas nachzutanzen oder auch mal gegeneinander getanzt. Wir haben denselben Musikgeschmack, was schon mal gut war und was geholfen hat. Und ja, als wir klein waren, haben wir auch sehr viel bei meinem Vater zu Hause Musik von Usher oder Michael Jackson gehört und uns die Videoclips angeguckt und versucht mitzutanzen. Also Tanz war schon immer ein Thema bei uns. Wer tolle Tanzschritte und peinliche Einlagen sehen möchte, der sollte am 12. November 20.15 Uhr unbedingt auf Pro7 einschalten bei Deutschland tanzt.